Vielleicht kennt ihr das, dass manchmal ein guter Freund von mir hat mir mal gesagt, und zwar tatsächlich auf der Masterausbildung von Dennis, wo ja Marc zum Beispiel auch war, dass er von einem Mentor von sich gelernt hat, und das ist jetzt ein sehr, sehr harter Satz, mit dem ich hier einsteige, aber den gebe ich dir jetzt einfach mal. Manchmal ist das Wort der Tod des Gefühls. Und es gibt eine Ebene, und das sind die Gefühle, die sind manchmal sehr, sehr schwer mit Worten zu beschreiben, weil jeder von uns eine andere Bedeutung auf jedem einzelnen Wort hat. Und wenn ich zum Beispiel Liebe sage, kann es durchaus sein, dass jeder von euch etwas anderes da rein interpretiert. Oder es geht ja heute um Gefühle und Gesundheit. Und jeder von euch hat das Ganze anders bewertet. Und Worte sind in der Bewertung. Und ich würde dich heute bitten, in dieser Stunde, es kann durchaus sein, dass ich manchmal Sachen sage, die du im ersten Moment nicht verstehst. Warum ist das so? Das ist tatsächlich ganz einfach in der Quantenphysik erklärt. Dein Gedanke nachdenken ist in der Vergangenheit. Und deshalb werden wir gleich eine kleine Übung machen, in der du in deinen Herzensraum kommst und dich mir öffnest und alles, was ich sage, die Energie dahinter spürst. Und dann kann es sein, dass vielleicht heute Abend im Bett, wenn du schläfst, in Träumen oder die nächsten Tage etwas, was in dir gearbeitet hat, was in diesem Vortrag drankommt, dazu führt, dass du realisierst, hey krass, jetzt verstehe ich, was er gesagt hat. Und dazu würde ich dich einfach super, super gerne einladen, weil vielleicht kennst du es, Vera Birkenbiel hat es schon gesagt, Lernen funktioniert folgendermaßen. Chaos, Ordnung. Chaos, Ordnung. Chaos, Ordnung. Und ich bin heute dafür da, ein wenig Chaos in dein Leben zu bringen und es dann wieder zu ordnen, sodass sich das Ganze neu zusammensetzt. Und Marc hat mich eben schon vorgestellt, ich bin 29 und hatte als Kind irgendwie schon immer so, ja, ich habe irgendwie gemerkt, irgendwas passt hier nicht, aber ich weiß nicht was. Und in der Pubertät war es dann so, dass ich durch den Fußball unglaublich viele körperliche Schmerzen hatte, vor allem Rücken- und Oberschenkelrückseite und super verspannt war und es mir nicht erklären konnte. Und auch kein Physiotherapeut oder Arzt oder sonst irgendwer mir wirklich helfen konnte. Übrigens, ich werde am Ende, wenn ihr Fragen habt, alle beantworten. Ich bleibe auch gerne ein bisschen länger hier, wenn ihr möchtet. Und wenn ihr wollt, könnt ihr euch gerne was zu schreiben nehmen und so ein bisschen mitschreiben oder euch Fragen aufschreiben, dass wir das Ganze schön rund machen. Auf jeden Fall war es dann so, dass ich gesagt habe, okay, wenn mir keiner helfen kann, dann gucke ich einfach mal, was passiert. Und habe so die Frage in den Raum gestellt, was sind Schmerzen und ist es wirklich wahr, dass es Schmerz oder Krankheit nicht heilbar ist in bestimmten Aspekten? Bei mir wurde gesagt, die Verspannung, die ist einfach so, weil du spielst ja Fußball. Habe ich aber nicht geglaubt, weil ich gedacht habe, okay, das finde ich irgendwie blöd, das ist Schwachsinn. Einer meiner Mentoren hat mir dann mal einen Satz gegeben, höre alles, glaube nichts, prüfe. Weil es könnte ja sein, dass es nur die Wahrheit von deinem Gegenüber ist und nicht von dir selbst. Und so habe ich dann angefangen, in Köln an der Deutschen Sporthochschule Sport, Gesundheit in Prävention und Therapie zu studieren. Und habe dann da gemerkt, so, hey, das ist ganz cool. Und was vor allem ich dort gelernt habe, ist zu präsentieren und mich selbst zu verkaufen und zu reden. Aber irgendwie hat mir da auch nie jemand erklären können, wie funktioniert denn eigentlich der menschliche Körper? Klar, Anatomie, Muskeln und dann gibt es mal Verspannung und so, aber so richtig habe ich keine Antwort gefunden. Und dann durfte ich zwei Jungs kennenlernen, Marcel und Tim, und sie waren genauso verrückt wie ich und auf einer Suche und haben Antworten gesucht. Und vielleicht kennst du das. Dir tut irgendwie was weh und du gehst zum Arzt. Warte mal, ich mache mal, dass ich euch hier sehen kann. Guck mal, ich kann euch doch hier so aufmachen. Ja, jetzt sehe ich zumindest mal ein paar. Wer von euch hatte schon mal irgendeinen körperlichen Schmerz oder eine Krankheit und war bei mindestens zwei verschiedenen Experten, die unterschiedliche Meinungen hatten und beide von ihrer Meinung überzeugt waren? Könnt ihr mal kurz die Hand heben? Aha. Und hattet ihr auch schon mal Experten, die euch gesagt haben, ehrlich gesagt, keine Ahnung? Hebt mal kurz die Hand. Meistens sagen sie das nicht. Ich finde, das wäre eine Riesenstärke, einfach zu sagen, du, ich weiß es leider nicht. Geh mal zu einem anderen. Und das möchte ich euch heute zeigen, weil das, was die Medizin oder
Therapeuten oder so ganz oft machen, was bei mir der Fall war, war, sie versuchen es zu sehen. Mit den Augen, durch Gerätschaften, durch alles das, was die Wissenschaft bislang erlaubt. Aber was ist, wenn es Dinge gibt, die die Wissenschaft noch nicht belegen kann, die auf einer tieferen Ebene, der Gefühlsebene, dazu führen, dass wir Schmerzen haben und dass wir das nicht sehen können, sondern nur mit anderen Sinnen wahrnehmen. Und das war das, als ich die Faszien entdeckt hatte. Vielleicht sagt es jemandem von euch was, wo ich gemerkt habe, hey krass, es gibt da irgendwas in unserem Körper, was in der Wissenschaft erst seit 2011, also seit 10 Jahren wirklich bekannt ist, was ganz lange als Verpackungsmaterial beschrieben wurde. Und bevor ich da jetzt tiefer einsteige, würde ich gerne mal, dass du dich aufrecht hinsetzt. Setz dich mal ganz aufrecht hin. Und nimm mal einen ganz tiefen Atemzug. Wenn du einen Schreibtisch vorher dir hast, leg mal die Hände ganz entspannt da drauf. Wenn nicht, kannst du sie auch auf deine Oberschenkel legen. Und ich möchte dich mal auf eine ganz kurze Reise mitnehmen von deinem Kopf in deinem Herz, weil alles, was jetzt gleich folgt, darfst du einfach nur fließen lassen. Wenn du möchtest, darfst du hier mal ganz deine Augen schließen. Und jetzt lass deinen Atem einfach fließen. Nase ein und Nase wieder aus. Und versuch mal deinen ganzen Brustraum und auch deinen Bauchraum und vielleicht sogar deinen Hals und deinen Kopf beim Einatmen mit Sauerstoff zu füllen. Und beim Ausatmen alles loszulassen. Nochmal tief ein. Und aus. Tief ein. Und aus. Nimm mal dabei ganz bewusst deinen Körper wahr. Und ich bitte dich einfach mitzuspielen, egal was passiert. Und spür auch mal deine Füße, den rechten und den linken, ganz fest am Boden. Und ich werde jetzt gleich von 1 bis 5 zählen und wir atmen 5 Sekunden ein. Und danach zähle ich von 5 bis 1 runter und wir atmen 5 Sekunden aus. Das Ganze werden wir 5-mal wiederholen. Atme noch einmal tief aus. Und dann atme mit mir zusammen ein. 1, 2, 3, 4, 5. Und ausatmen. 5, 4, 3, 2, 1. Wieder ein. 1, 2, 3, 4, 5. Und aus. 5, 4, 3, 2, 1. Ein. 1, 2, 3, 4, 5 und aus. 5, 4, 3, 2, 1. Sehr gut. 2-mal noch. Atme tief ein. 1, 2. Durch deine Nase. 3, 4, 5 und aus. 5, 4, 3, 2, 1. Ein letztes Mal tief ein. 1, 2, 3, 4, 5 und aus. 5, 4, 3, 2, 1. Lass die Augen noch für einen Moment geschlossen und lass mal nur deinen Atem fließen. Nimm noch mal wahr. Vielleicht kannst du dein Herz klopfen spüren. Oder vielleicht nimmst du wahr, dass deine Füße fester am Boden sind. Und dass du präsenter hier im Raum angekommen bist. Dann nimm noch einen ganz tiefen Atemzug. Atme aus, lass deine Schultern nochmal fallen. Und öffne in deinem Tempo deine Augen. Sehr, sehr gut. Das ist eine ganz, ganz einfache Atemübung. Ein Forschungszentrum, ich weiß nicht genau, wo es sitzt, in Amerika, die sich ganz stark mit dem Thema Herzkohärenz auseinandergesetzt haben, also der Verbindung zwischen Herz und Kopf.
haben belegt, dass die Atmung 5 Sekunden ein und 5 Sekunden wieder aus die beste Atemtechnik ist, um dich mit deinem Herzen zu verbinden. Und das kannst du nutzen, wenn du mal merkst, dass du irgendwie nicht ganz da bist und zu sehr in deinem Kopf. Machst du einfach mindestens 5, vielleicht 15 oder 20 Atemzüge nur für dich, um dich wieder zu verbinden mit dir selbst. Und die Faszien damals, das war 2015, da haben wir Painful Fascia gegründet, waren so das erste Mal, dass ich gesagt habe, hey krass, hier ist was, das verstehe ich noch nicht, aber irgendwie wirkt es wie eine Antwort. Und dann haben wir angefangen, uns so, vielleicht kennt ihr das mit Black Rolls, um so rumzurollen und zu stretchen und viel Atemtechniken auszuprobieren. Und meine Beweglichkeit wurde besser. Und auch mein Schmerzlevel hat sich extrem reduziert. Und da war aber immer noch was ich nicht verstand. Weil es gab Tage, da war ich nicht so gut drauf, da war ich verspannter. Und es gab Tage, da war ich gut drauf, da war mein Körper flexibler. Aber es hat irgendwie keinen Sinn gemacht, weil es mit meiner Trainingsroutine oder meiner Ernährung oder allem anderen gar nichts zu tun hatte. Und dann gab es einen ganz besonderen Tag und der hat rückwirkend betrachtet erst Sinn gemacht in meinem Kopf. Und zwar gab es eine Klausur an der SPOHO, Sporthochschule für Köln. Und ich war nie so der Typ, ich weiß nicht, was du für ein Lerntyp bist, der so langfristig vorher gelernt hat, sondern ich habe halt Sport studiert, so wie man sich das vorstellt, mit viel Beachvolleyball spielen und Spaß haben. Und Bass 1 war die Klausur. Und ich hatte sie schon zweimal verhauen. Übrigens, ich glaube, meine Mama guckt gerade sogar zu. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Bitteschön, hier ist die Wahrheit. Das heißt, ich hatte noch genau einen Versuch. Und vielleicht weißt du das, wenn ich den auch verhauen hätte, wäre ich exmatrikuliert worden. Das heißt, ich hatte unglaublich viel Druck. Ich habe mich damals hingesetzt und habe gelernt. Ich glaube, 3 oder 4 Tage. Ich habe diese Klausur geschrieben, schwitzige Hände, mega aufgeregt. Ich habe auch vor der Klausur mit niemandem geredet. Da war auch keiner mehr, den ich kannte, weil alle anderen hatten schon bestanden aus meinem Studiengang. Und in dem Moment, wo ich den Zettel vorne beim Dozenten abgegeben habe und aus dem Raum raus bin, wusste ich, ich habe bestanden. Ich wusste es. Ich war mir zu 100% sicher. Und dann ist was super Spannendes passiert. Ich war ab dieser Sekunde, wo ich aus dem Raum raus war, mega entspannt. Mega entspannt. Und abends habe ich einen Painful Fascia Kurs gegeben. Es war ein Dienstag, das weiß ich noch ganz genau. Im Sports, damals Sports Fitness für Köln, das Fitnessstudio, wo ich gearbeitet habe. Painful Fascia ist das Konzept, was wir gegründet hatten. Und es ging ganz viel um Beweglichkeit. Und vor allem meine Hüfte war damals super steif. Und während ich diesen Kurs am Abend gegeben habe, in einer Übung, Spinne heißt sie, da öffnest du deine Hüfte ganz weit und gehst dann noch in eine Rotation für deine Brustwirbelsäule, war nicht so wichtig, kam ich mindestens doppelt so tief wie sonst. Und ich hatte keine Ahnung, wieso. Ich habe mich nur riesig gefreut, wie ein kleiner Junge. Und das hielt 2 oder 3 Tage an. Danach war es wieder so wie vorher. Der Witz an der Sache war, ich hatte durch das Lernen eigentlich kaum Sport gemacht. Ich hatte mich auch kaum bewegt. Also von meiner Logik damals her hätte ich verspannter sein müssen. Es war aber nicht so. Jetzt weiß ich, warum. Ich war entspannt. Meine Gefühlslage hatte sich damals abrupt verändert. Einfach so. Aber das ist was ich nicht greifen kann. Das konnte ich damals auch nicht greifen. Und das kannst du auch manchmal gar nicht verstehen, weil Gefühle folgen keiner Logik. Gefühle folgen nicht dem hier, sondern diesem Ding. Wenn du einen Partner hast oder ein Kind, warum liebst du dein Kind? Weil du es liebst. Punkt. Das ist die einzige Antwort. Weil Liebe mehr ist als das, was wir hier greifen können. Und Liebe ist alles. Und das sind die Gefühle und das ist Gesundheit. Wenn du dich liebst und die Gesundheit dahinter, dann wirst du gesund werden. Und so stand ich dann da und habe gesagt, hey, krass. 2 Jahre später, 2 oder 1 Jahr später, ich weiß es nicht mehr genau,
hatte ich eine Kundin damals mit Migräne. Und diese Dame habe ich quasi von dem Faszialen, was ich damals wusste, ausbehandelt. Also wir waren fertig. Sie war mega beweglich, es hat alles gepasst, Nacken war super entspannt. Sie hatte auch viel, viel weniger Kopfschmerzen als vorher. Aber es war immer irgendwie noch da. Und dann gab es da irgendwie auch noch neuronal, also dein Gehirn steuert quasi deinen ganzen Körper, Dinge, die wir auch gelöst haben, sodass es von meinem Wissensstand damals keinen Sinn hatte, dass sie noch Kopfschmerzen bzw. Migräne hat. Es hatte keinen Sinn. Und dann war ich aber so, dass ich gesagt habe, naja, es ist aber noch da. Nur weil ich noch nicht weiß, warum, heißt es ja nicht, dass sie lügt. Sondern es ist ja da. Sie sagt es mir ja. Das ist übrigens ganz, ganz wichtig, was ich allen mitgeben will, die in diesem Bereich arbeiten. Wenn der Mensch dir gegenüber das sagt, auch wenn es nicht sichtbar ist, ist es die Wahrheit. Immer. Für diesen Menschen ist es seine Wahrheit. Und wir leben alle in unserer eigenen Wahrheit. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, okay, was über den menschlichen Körper kenne ich noch nicht? Und in dem Moment, wo ich diese Frage in den Raum gestellt habe, kam relativ schnell die Antwort, und zwar das Thema Gefühle bzw. Emotionen. Und Emotion heißt nichts anderes, das hast du bestimmt schon gehört, als Energie in Bewegung. Mittlerweile weiß ich, dass Energie alles ist. Wir Menschen bestehen zu 99,999% aus Energie, aus Schwingung. Also wir sind mehr Energie und Schwingung als Materie. Und da hat eine Reise begonnen in eine viel tiefere Welt. Ich habe mich ausbilden lassen, habe unglaublich viel selber gemacht und hatte mehrere Schlüsselmomente und ein ganz krasses, das will ich unbedingt heute mit dir oder mit euch teilen. Und zwar saß ich da unter einem Baum. Ich wurde unter einen Baum gesetzt und zwar war die Aufgabe, ich soll dort sitzen bleiben. Also irgendwas wurde mit mir gemacht, energetisch. Es hieß, verwurzelt werde ich jetzt mit der Erde. Für den einen oder anderen ist das vielleicht jetzt, hey, was redet der da? Spiel einfach mal mit. Lass es einfach mal wirken. Und dann war die Aufgabe, bleibe da sitzen, bis du nichts mehr denkst. Und ich so in meiner spielerischen Neugier, okay. Dann bleibe ich da sitzen, bis ich nichts mehr denke. Und dann ging es los. Bam, 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 bam. Gedanke, Gedanke. Erinnerungen, Themen, Ängste. Bis irgendwann tatsächlich nichts mehr da war. Nichts. Es hat, glaube ich, im Nachhinein ein bisschen gedauert, bis ich realisiert habe, dass nichts mehr da war. Kein Gedanke, nichts. Es war still. Und in dem Moment habe ich die Augen aufgemacht und vor mir, das weiß ich noch ganz genau, saß eine Biene auf einer Blume am Rasen unten. Und ich habe das gesehen und habe nur die Schönheit in dem Ganzen gesehen. Ich habe nicht gedacht, dass das jetzt eine Blume ist und eine Biene, sondern ich habe nur die Schönheit gesehen, ohne Bewertung. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich mich daran erinnere. Ich glaube, wir haben alle diese Erfahrungen, zumindest mal als kleines Kind gemacht, wo ich nur die Schönheit des Moments betrachtet habe. Und da habe ich realisiert, okay, krass. Es gibt da etwas in uns, was so viel größer ist als alles, was wir uns vorstellen können. Und dann habe ich angefangen, da immer, immer weiter reinzugehen. Ich wollte wissen, und das ist mittlerweile immer noch mein Antrieb, wie machen wir Menschen das, was wir machen? Wie erzeugen wir Schmerz? Wie erzeugen wir Krankheit? Und vor allem, wie erzeugen wir Freude, Heilung und Gesundheit? Wer von euch kennt Dr. Joe Dispenza? Okay, ein paar. Dr. Joe Dispenza hat es, wenn ihr den nicht kennt, schreibt es euch unbedingt mal auf. Der ist derjenige, der über Meditation und solche Sachen ganz, ganz viel geforscht hat. Und er hat es tatsächlich,
man kann Studien immer glauben oder nicht, er hat es bewiesen, dass wir unsere eigene Realität erschaffen. Und Janine Hurte, die auch schon mal hier in dem Podcast war, oder in dem Wissen für alle, donnerstagsabends, hat es auch gesagt, du hast unbewusst oder bewusst bis zu dem heutigen Tag diese Realität, in der du lebst, selbst erschaffen. Und jetzt Achtung, weil du einen Vorteil davon hast. Du hast deine Realität bis zu dieser Sekunde deines Lebens selbst erschaffen, weil du einen Vorteil davon hast. Brené Brown sagt, größte Bedürfnis von Frauen oder größte Angst von Frauen, nicht hübsch genug zu sein, körperlich. Größte Angst von Männern, Ego, nicht als männlich angesehen zu werden. Okay, nicht bei allen, aber so ist ihre Forschungsergebnisse. Dr. Joe Dispenza. Genau, wenn ihr Fragen habt, einfach in den Chat reinschreiben. Dr. Joe Dispenza. Danke, Dori. Danke, Kirsten. Danke an alle, die das gerade beantworten. Großartig, der Mann. Der hat unglaublich viele Forschungsergebnisse dazu gemacht. Und ich habe gestern einen Satz bei Instagram gepostet. Verändere deine Energie und du veränderst dein Leben. So, das heißt, bis hierhin. Also nehmen wir mal an, du hast jetzt gerade einen Schmerz. Nehmen wir mal an, du hast vielleicht auch eine Krankheit. Nehmen wir an, du hast irgendwas, was dich an deinem Körper stört, was du nicht haben willst. Vielleicht ist es auch einfach, dass du abnehmen möchtest. Whatever. Was machen die meisten von euch? Oder wir alle, ich auch manchmal noch. Wir fokussieren uns auf das Problem, also auf den Schmerz, auf die Krankheit, auf unser Übergewicht, das, was uns nervt. Darin sind wir Menschen übrigens großartig. Wir fokussieren uns auf den Mangel und suchen dort auf der Ebene der Materie nach Lösung, also im körperlichen Bereich. Heißt, alles, was wir sehen können, hören können, riechen können, schmecken können, was bewiesen ist, vielleicht auch noch, was wir anfassen können im Sinne von fühlen. So, fällt dir was ein, was du nicht sehen kannst, was trotzdem da ist? Wenn jemand das weiß, einfach mal kurz in den Chat schreiben. Wifi, Luft. Ja, Moleküle. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Liebe. Absolut. Alles Energie. Ich nehme mal ein ganz einfaches Beispiel. Wenn jemand pupst, dann kannst du das nicht sehen. Du kannst es vielleicht hören. Wenn es blöd ist, kannst du es riechen. Aber du kannst es nicht sehen. Ist es trotzdem da? Definitiv. Definitiv. Und jetzt gibt es aber Dinge, die kannst du nicht sehen, die kannst du nicht hören, die kannst du nicht riechen, die kannst du nicht schmecken, die kannst du noch nicht mal fühlen. Aber nur, weil du verlernt hast, es zu fühlen. Ich habe gestern Abend mich mal hingesetzt und habe mal so für mich so reflektiert, so, hey, wenn sich das Spermium und die Gebärmutter treffen, was trifft sich doch mal? Die Eizelle, danke. Und die Eizelle treffen, bist du ja schon da. Das Erste, und ich glaube, und jetzt sage ich was total Verrücktes, ihr müsst nicht mitgehen, aber es ist nur meine Meinung, es gibt vielleicht einen sechsten Sinn. Das Organ dafür ist dein Herz. Und zwar eine Verbindung. Das, was du spüren kannst, wenn du mit einem anderen Menschen in Kontakt bist. Hast du 100% schon mal erlebt. Du bist in einem Raum, sitzt mit dem Rücken zur Tür und aus irgendeinem Grund, du hörst es nicht, du siehst es nicht, du schmeckst es nicht, du fühlst es nicht, du nimmst nichts wahr, aber aus irgendeinem Grund guckst du zur Tür, weil du merkst, dass da jemand reinkommt. Der Raum wird heller oder dunkler für dich. Das ist die Verbindung. Oder solche Geschichten wie, wenn Mütter merken oder
bei Zwillingen ist es auch so, gibt es ganz viele Beispiele für, dass sie merken, dass auf dem anderen Ende der Welt irgendwas passiert ist. Das ist Verbindung. Und ich habe vorhin von diesem Institut erzählt, die über das geredet haben, über diese Herzkohärenz, die da ganz viel Forschung betreiben. Das hier, dieses Ding in deiner Brust, das bist du. So, und jetzt wird's krass. Wenn wir jetzt da hingehen und sagen, okay, es gibt diesen menschlichen Körper mit Knochen, diese fleischliche Hülle. Und da kann man vielleicht messen oder sehen oder nachvollziehen, wieso da der Schmerz ist oder die Krankheit oder das, was da gerade ist und du nicht haben willst, das Übergewicht. Und dann gibt es da noch etwas, das nennt sich Energie, Schwingung. Und du bist zu 99,99% diese Energie, diese Schwingung. Bedeutet das, in der Schwingung, in der du dich die ganze Zeit bewusst oder unbewusst befindest, das passiert in deinem Leben. Und wir haben alle gelernt, uns auf das Problem zu fokussieren. Du hast, ich nehme mal ein einfaches Beispiel, Nackenschmerzen. Und dann denkst du die ganze Zeit an deine Nackenschmerzen. Die ganze Zeit. Und was passiert? Deine Nackenschmerzen denken sich, weil du diese Schwingung erzeugst, hey, alles klar. Dann schicke ich mehr davon. Und das, wenn du es nicht kennst, schreib dir mal auf bitte, Gesetz der Resonanz. Du musst an diese universellen Gesetze nicht glauben, sie sind dann übrigens trotzdem da. Du kannst es sowieso nicht ändern, also kannst du auch dran glauben, das macht es viel einfacher. Das heißt dann, dass du damit in Kontakt gehst und dass du es die ganze Zeit machst. Das, was wir als Kinder verlernt haben, was aber noch in dir steckt, ist, dass du dir das wünschst, was du haben willst und dann in die Energie davon gehst. Und ich möchte gerne jetzt mal, ich sehe ja, es haben einige von euch Zettel und Stift. Wenn ihr möchtet, können auch gerne einige von euch das in den Chat schreiben. Nimm mal deinen Körper wahr und schreib mal bitte ein oder zwei Dinge auf, die dich an deinem Körper stören, die du nicht mehr haben willst. Das, was dir einfällt. Vielleicht ist es Nackenschmerz, vielleicht ist es, sind es die Hände, die unangenehm wehtun. Vielleicht ist es ein bisschen Übergewicht. Vielleicht ist es aber auch, dass du gerade bei Männern oftmals sagst, oh, mein Bizeps ist ein bisschen dünn. Whatever. Und jetzt machst du auf diesem Blatt einen Strich oder so rum und schreibst dann mal auf alles, was du an deinem Körper gut findest. Übrigens, neutral ist ab sofort gut. Arbeitest du gern mit deinen Händen? Wenn du jetzt gerade mit deinen Händen dem Stift schreibst, findest du deine Hände gerade gut, weil sie dienen dir. Deine Augen dienen dir gerade auch. Deine Nase, deine Unterarme, vielleicht deine Haare. Vielleicht findest du aber auch deine Fingernägel schön oder deine Augenbrauen. Schreib mal alles auf, was dir einfällt. Vielleicht deine Armhaare. Vielleicht sagst du aber auch jeden Morgen, wenn du aufstehst, boah, habe ich einen wunderschönen kleinen Zeh. Mega gut. Paul schüttelt den Kopf. Herrlich. Und jetzt vergleich mal diese Liste. Guck mal, dass ich euch jetzt mal alle sehe hier. Zack. Wer von euch hat auf der schönen Seite mehr Dinge? Okay, fast alle. Und auf was konzentriert ihr euch öfter? Auf die schöne Seite oder auf die unschöne? Mal ganz ehrlich. Schreibt es mal in den Chat. Unschön, 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 unschön. Warum? Alle Menschen machen das. Ich habe das auch ultra lang gemacht. Immer. Mit Menschen gearbeitet und immer wieder gefragt, und wie geht es deinem Schmerz? Und wie geht es deinem Schmerz? Und wie geht's der Stelle, die wehtut? Bla, 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 bla. Auf das in deinem Leben, wo du den Fokus drauf legst, das wird deine Realität.
Gesetz der Resonanz. Du ziehst das in dein Leben. So, wir sind uns einig, dass wir alle diesen Schmerz, diese Krankheit, das, was uns nervt, nicht mehr haben wollen, oder? Hat ja keiner Bock drauf, oder? Gibt es jemanden, der sagt, ich brauche das? Zumindest bewusst. Dann ist die einzige Frage, die dich ab jetzt zu interessieren hat, wenn du das nicht mehr willst, was willst du stattdessen? Was will ich stattdessen? Und diese Antwort führst du so genau aus wie möglich. Und dann fragst du dich von hier, warum will ich das haben? Und dann kommt vielleicht, weil ich mich dann gut fühle, weil dann mein Leben leichter ist. Weil ich dann mehr gesehen werde, weil ich mich dann geliebter fühle, weil ich dann besser funktioniere, weil ich mich freier fühle, weil mehr Freude in meinem Leben ist, egal was dann kommt. Und dann fragst du wieder, warum ist diese Freude in meinem Leben mir so wichtig? Und dann fragst du dich, wie würde es sich anfühlen, wenn das, was ich haben will, bereits da ist? Und jetzt bitte ich dich nochmal ganz kurz die Augen zu schließen und mal zu prüfen, wie würde es sich anfühlen, wenn das, was ich haben will, bereits da ist? Und das Gefühl, was dann kommt, darfst du auch hier gerne nochmal in den Chat schreiben. Amazing! Sehr cool, Kirsten. Wie würde es sich anfühlen, wenn das, was ich haben will, bereits da ist? Super glücklich, glücklich. Und jetzt verrate ich dir ein Geheimnis. Das nicht in Worte zu fassen, Judith, gib dem Ganzen ein Wort. Das macht es dir einfacher. Fasse es in ein Wort. Galactomatico. Du kannst auch einfach ein neues erfinden. Ist doch voll okay, wenn ihr ein neues Wort erfindet. Ist dein Wort, ist dein Leben. Oberaffen geil. Den kaufe ich. Und ab sofort versprichst du dir selbst, dass du das jeden Tag trainierst. Wir leben in einer Welt, und das ist das zweite universelle Gesetz, der Polarität. Wenn es keine Polarität gäbe, könnten wir uns nicht erfahren. Wenn wir alle gleich wären, wäre es hier stinklangweilig. Wir brauchen Krankheit, damit Gesundheit existieren kann. Wir brauchen Schmerz, damit Freude existieren kann, also Angst und Freude. Wir brauchen das, damit wir uns erfahren können. Aber was ist, wenn die meisten von uns und auch ganz viele Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten darf und auch ich früher, weil wir es so gelernt haben, Schule, Kindergarten von unseren Eltern, weil sie es nicht besser wussten. Wir haben gelernt, zu 70-80% im Mangel zu sein, in dem, was wir nicht wollen und darauf unseren Fokus zu lernen, zu lenken. Also auf die Krankheit, auf den Schmerz. Dann ist es doch jetzt super einfach zu sagen, hey, krass, dann fange ich doch einfach jetzt damit an und drehe das um und lenke meinen Fokus auf die Gesundheit und zwar auf das Gefühl, was dahinter steckt. Weil dein Gedanke hat eine Schwingung, ja, aber dein Gefühl ist die höchste Schwingung, mit dem du das anziehst, was du in deinem Leben haben willst. Und ich lese es nochmal vor, was ihr geschrieben habt. Freude, Dankbarkeit, wie der Tanz der Schmetterlinge, das ist schön. Bilder sind übrigens immer mega geil. Leicht, entspannt, glücklich, Oberaffen geil, großartig, faszinierend, glücklich, es lässt mich strahlen, ready, befreiend, frei. Wenn du dich immer wieder mit diesen Gefühlen in Kontakt bringst. Und dann ist der vierte Schritt ist der schönste. Dann setzt du dich einfach mit diesem wunderschönen Gefühl
in den Fluss des Lebens und lässt das Leben das tun, was es am besten kann, nämlich für dich da zu sein. Und das Einzige, was du immer wieder zu machen hast, ist, es einfach nur zu trainieren und zu sagen, hey krass, wenn meine Realität, die ich bis heute selbst erschaffen habe, dazu geführt hat, dass ich auf Gefühlsebene es erzeugt habe, dass ich Schmerzen habe oder krank bin oder es mir nicht so gut geht oder vielleicht Ängste habe oder irgendwie Übergewicht, dann fange ich ab heute einfach damit an, es umzudrehen. Und dann gehst du in das Gefühl und gibst dich dem einfach hin und sagst, es wird einfach geil. Es wird einfach großartig. Und dann gibt es den einen oder anderen, der sagt dann, nee. Nee. So einfach kann das ja nicht sein. Und dann sage ich, stimmt. Hast du in dem Moment erzeugt. Wird bei dir nicht so einfach sein. Aber mal angenommen, das würde stimmen, was ich gerade sage. Mal angenommen, es gibt diese Gesetze des Universums. Gesetz der Resonanz und das Polaritätsgesetz. Übrigens, kannst du auch ganz entspannt mal nachschauen. Du musst mir nichts glauben hier. Aber mal angenommen, es wäre so einfach. Dann probier es doch wenigstens mal aus. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass es besser wird. Also was wäre, wenn du einfach mal sagst, ab heute, heute ist der wievielte? Der 18. Februar. Probiere ich das mal für, ich finde 7 eine schöne Zahl, für 7 Tage aus. Bis nächste Woche Donnerstag. Okay, für 7 Tage verbinde ich mich täglich mit dem, was ich haben will, auf Gefühlsebene und gebe mich dann dem Leben hin. Und gucke mal, was sich in meinem Leben verändert. Achtsam durch den Alltag laufen, immer wieder mit dieser Herzübung, mit dieser Atmung, die wir vorhin gemacht haben. Und wenn sich dann dein Leben auch nur ganz leicht in die Richtung von Gesundheit, Freude, Glück verändert, dann könntest du ja vielleicht überlegen, es länger als 7 Tage zu machen. Und dann kannst du ja vielleicht für dich entscheiden und sagen, hey, wenn es so einfach ist, ist doch mega geil, das so einfach weiterzumachen. Bei mir war es damals so, dass ich mich dann kurz geärgert habe, dass ich es nicht schon früher gemacht habe. Da hat Marc letzte Woche Dienstag, glaube ich, zugeredet. Also, nee, vorgestern. Super. Hast es halt nicht besser gewusst. Sagst du mit völliger Überzeugung und ganz viel Selbstironie. Ja, shit. Hat mir vorher keiner gesagt. Lachst über dich und vergibst dir. Weil es macht eh keinen Sinn, das länger mit dir rumzutragen. Weil wenn du sauer auf dich bist, lenkst du den Fokus wieder auf das Sauersein. Lenke den Fokus auf das Schöne. Immer und immer und immer wieder. Und wenn das manchmal an Tagen nicht klappt, machst du dein Lieblingslied an. Bei mir ist das This Is Me. Kennt ihr den Film? The Greatest Showman? Wer kennt The Greatest Showman? Also wer den Film The Greatest Showman nicht kennt, aufschreiben, mehrfach gucken und dann nochmal gucken und dann sich bei mir bedanken gerne. Ein wunderbarer Film mit Hugh Jackman und Zac Efron, mega geil, musicalmäßig, emotional, ultra krass und da kannst du die Freude spüren. Du machst dein Lieblingslied an, machst es ultra laut und auch wenn dir nicht danach ist, tanzt du einfach und versetzt dich in das Gefühl der Freude. Weil wenn alles Energie ist und du zu 99,99% Energie bist und du deine Gesundheit selber erschaffen kannst, wenn du das wirklich willst, Teilung in dir stattfindet, dann ist Freude die höchste Schwingung, die in diesem Universum existiert. Freude ist Heilung. Freude ist Gesundheit. Versetz dich in diese Freude. Immer und immer und immer wieder. Micha schreibt gerade, manifestieren und loslassen wirkt Wunder. Und ganz, ganz wichtig, Manifestation funktioniert nicht hier, dann ist es anstrengend. Manifestation funktioniert hier, in diesem Raum, in diesem Zentrum, in diesem Herz. Du bist hier als ein Wunder.
Und das, wovon ich gerade die ganze Zeit rede, ist das Wunder, dass du dazu in der Lage bist, deine Realität selbst zu erschaffen. Die Chance, dass du hier auf die Erde kommst, das hat ein Harvard-Professor herausgefunden, soweit ich weiß, ist 1 zu 400 Trilliarden. Fuck man, du bist schon ein Wunder. Dass du hier sitzt, ist noch viel krasser, die Wahrscheinlichkeit. Du bist schon ein Wunder. Fang an, dieses Wunder zu benutzen. Und nur weil du es nicht sehen, riechen, hören, schmecken und fühlen kannst, kannst du dich trotzdem damit verbinden. Streck mal deine Hand nach vorne aus. Jetzt mach mal so. Mach mal wieder auf. Was ist in deiner Hand? Was ist in deiner Hand? Das ist der erste Impuls, der kommt. Energie. Genau. Du könntest auch nichts nennen. Aber Energie ist immer da. Physik, 7. Klasse, glaube ich. Energie geht nicht verloren. Energie verändert nur ihren Zustand. Alles, was um dich herum gerade ist, war mal irgendwann erst Energie, dann ein Gefühl, dann ein Gedanke, dann da aus dem Gedanke entstand die Idee und dann wurde es umgesetzt in die Materie. Das funktioniert mit diesem Herz, mit diesem Stift, mit diesem Handy. Und jetzt kommt das Spannendste von allem, auch mit deinem eigenen Körper. Und ja, es ist okay, dass Dinge und Erfahrungen und Geschichten in deinem Kopf, die du dir bislang erzählt hast, auf unbewusste oder bewusste Art und Weise, dir gerade immer noch sagen, dass das nicht sein kann und dass das zu einfach ist oder dass es ja nicht möglich ist, dann ist es völlig in Ordnung. Du musst an diese Gesetze der Energie nicht glauben, sie sind aber trotzdem wahr. Und das bedeutet Bewusstsein. Und deshalb war es für mich ab einem gewissen Punkt so unglaublich, es war wie so ein, fuck man, ja, wo ich gesagt habe, hey krass, wenn ich auf der einen Seite in das Körperliche hineingehe und mir angucke, was da ist bei den Menschen, die Schmerzen haben oder Ängste oder Krankheiten oder irgendwas, was sie in ihrem Leben stört oder auffällt. Und auf der anderen Seite ihnen dabei helfe, erstmal sich zu fühlen, und dann ihnen dabei helfe, ihre Gefühle zu verändern in positive Gefühle, in schöne Gefühle, dann können sie mit beiden Parametern dafür sorgen, dass sie erst wieder vollkommen gesund werden und dann sich daran erinnern, dass sie ein Wunder sind und aus diesem Wunder heraus anfangen, die Träume zu leben, die immer noch da sind, die sie nur lange wieder vergessen haben und dass dieses Funkeln in ihren Augen wieder zurückkommt, dass du das machen kannst, warum du wirklich hier bist, dich mit dem Schönen zu beschäftigen, mit der Freude, mit der Leichtigkeit, mit allem, weshalb du als Mensch hier bist. Also kombiniere das, immer. Nimm dich wahr, nimm deine Gefühle mit und verändere deine Gefühle in das, was du haben willst und versetz dich in diesen Zustand. Jeden Tag. Anstatt kurzfristig irgendwie dein Belohnungssystem zu triggern, sorge langfristig für Veränderungen. Ich verspreche dir, ich habe es selber erlebt und es sind ein paar Menschen hier drin, die mich persönlich kennen oder schon mit mir gearbeitet haben. Es verändert sich alles in deinem Leben. Alles. Übrigens, ich verrate euch noch was. Das klappt nicht nur bei Gesundheit. Das klappt auch bei Partnerschaft und allen anderen Themen, die ihr möchtet. Aber verrat's kann. Oder doch, schrei es in die Welt hinaus, damit es endlich alle wissen. Und ich glaube, zu diesem Punkt ist es übrigens ultra witzig, dass ich mich hier die ganze Zeit sehe, mein Kameramann. Mal einen großen Applaus für Michi, das ist der Mensch, der die YouTube-Videos macht. Hervorragender Mann. Weltklasse-Typ. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören.
Vielleicht gab es ein paar Dinge, die du erstmal nicht greifen konntest. Dann lasse sie einfach wirken und fühle sie. Und das ist okay. Und in den nächsten Tagen, in den nächsten 7 Tagen, wo du dich auf deine Reise in die Welt der Gefühle und dann in die höheren Schwingungen von Freude, Leichtigkeit, Heilung, Gesundheit versetzt, darf dein Verstand hinterherkommen und sagen, hey, krass, spannend, weil du bist nicht dein Kopf. Dein Kopf ist dein Werkzeug, dein Verstand. Er dient dir. Du bist das. Also benutze ihn, anstatt dich benutzen zu lassen.